Willkommen zurück zu Minecraft. So, und wo wollt ihr hin? Ach so, ihr macht hier Volksversammlung. Aha. Aber wartet nicht darauf, dass ich da bei eurem geplanten Lavabad mitmache. Ja, meine Güte. Gleich in so Massen. Ist eine Massenveranstaltung, wie? Naja, okay. Macht mal, geht ruhig schwimmen. Ich verzichte gerne drauf. So, gucken, gucken. Da ist die Festung. Da müssen wir noch ein ganzes Stück. Machen wir mal hier. So, dann machen wir mal gleich zwei Spitzhacken. So. Dann haben wir nämlich drei. Das ist schon mal sehr gut. Die werden wir auch sehr gut gebrauchen, weil ja, kann noch ein ganzes Stück halt durchaus sein. Oh, eine Lore. Die sorgt immer dafür, dass ich gut am Brennen bin. Aber auch da wir ja zum ersten Mal hier im Nether sind, können wir halt noch nicht mit Feuerresistenztränken arbeiten. Oh, nein, das wollte ich nicht. So, dann nehmen wir hier natürlich auch das mit. So. Das Nether ist ganz schön hinterhältig. Als ich das erste Mal überhaupt im Nether drin war, kannte ich es natürlich noch nicht mit seinen ganzen heimtückischen Stellen. Einmal war es halt so, dass ich ja, einfach losgebuddelt habe und dann habe ich mir natürlich auch die ganzen Monster angucken wollen. Und ja, da wusste ich noch nicht, dass halt Ghast gemein waren. Und der erste Ghast, den ich dann gesehen habe, hat auch nicht direkt angefangen zu spucken. Also bin ich immer näher zu ihm gegangen. Und ja, ich war sehr erstaunt, dass der immer größer, größer, größer wurde. Und als ich dann direkt vor ihm war, hat er zum einen seinen Feuerball gespuckt und der hat mich zurückkatapultiert in ein Loch, was ich praktisch gebuddelt habe. Und ich hatte nicht gesehen, dass genau da Lava war, wo ich gebuddelt habe, weil ich mich dann auf den Gas konzentriert hat. Ja, somit bin ich dann zurückgeflogen und in genau das Loch reingeplumpst und ja, mitten in die Lava. Und dann, ja, da gab es keine Möglichkeit, weil das Loch zu tief war, gab es für mich keine Möglichkeit rauszukommen. Und ja, da war dann ganz schnell es vorbei. Und ich war dann wieder mit nix als nix. Ja. Aufgetaucht. Und das andere Mal war, da habe ich ein Netherportal halt gebaut. Und ja,
Oh, hallo. Und habe halt, bin halt durch und ja, wo tauchte das Portal auf? Genau hier so über einen Lavasee. Also es war kein Boden, nix. Da, sondern nur die Lava halt. Und wie ich das am Anfang so immer gemacht habe, war, dass ich direkt loslaufen wollte, ja. Und dann war es natürlich so, dass ich direkt natürlich wieder in die Lava gelaufen bin. Aber seitdem habe ich mir angewöhnt, direkt vorsichtig zu sein, weil das wollte ich dann natürlich nicht nochmal erleben. So, da müssen wir aber noch ein ganzes Stück, glaube ich, durchbuddeln. Ja, da werden wir dann wohl irgendwo frei rauskommen. Und dann müssten wir gucken, ob wir dann da eine weitere Brücke bauen können. So, wir haben natürlich ich sollte mal, glaube ich, ein bisschen. Da ist wieder ein Gast. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? So. Da ist der zweite. Mann. Spuck doch nicht so. Ja. Bam. Lass mal decken, Amigo. So. So. Erstmal wieder regenerieren. Wir könnten eigentlich mal hier die zwei zusammentun. Nämlich so kann man auch ohne Amboss so ein bisschen seine Werkzeuge wieder etwas reparieren, indem man hier halt zwei kaputte nebeneinander tut und dann wird das zusammengerechnet und dann kriegt man halt hier dann wieder eine mit etwas mehr drauf. So. Ja, da muss ich dann gucken, wie ich dann irgendwann mal die endgültige Wegführung mache. Vielleicht, ich finde da bestimmt wieder eine direkte Verbindung. Muss ich Ruhe? Weil das ist ja auch nicht ganz so sicher, sag ich mal. So. Zum Beispiel vielleicht direkt da so rüber. Muss ich ja dann halt sehen. So. Dann wollen wir mal wieder hier hoch. So.
Da ist unser Hündchen. Ja, vielleicht können wir halt direkt in die Richtung mal gucken. Aber da müsste ich wirklich gucken, wie das so ist. So. Dann packen wir jetzt erstmal den Glowstone hier rein. Magma Cream. Dann können wir das auch hier reinpacken. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier noch mal ein paar mit. So. Nein, ihr kriegt nichts ab. Das ist alles meins. Auch wenn ich es euch gemopst habe. Es war ehrlich gemopst. Schließlich. So, ja, bin am Überlegen. Nee, ich lasse erstmal noch den hier. Wir könnten hier so ein bisschen. Aber wiederum haben wir nicht im Moment so viel. Ah, ich gehe mal in die andere Welt rein. Und hole etwas Eisen und oh, hallo. Und halt so ein bisschen Kohle. Nehmen wir mal einen Stack Kohle mit. Ja, Wasser bringt im Nether nichts. Ja, wir können dann hier. So, gucken wir mal, was wir an Vorräten oben haben. So, schnell hoch. Oh, es regnet. So. Hier könnten wir ein Stack Kohle, Eisen mitnehmen. So, okay. Dann nehmen wir auch noch. So, brauchen wir es. Wir lassen mal hier das eine hier. Ach komm, nehmen wir das mit. So, dann lassen wir das so. Hier. Das bringt uns alles nichts. Da ist das. Ich könnte natürlich mal ein bisschen probieren, den so Gas zu jagen, sage ich mal. So. Dann nehmen wir auch noch mal Kohle. Können wir dann da lassen. Da ist nichts weiter drin. Da kann ich auch nicht. Steinziegel. Nehmen wir auch mal 4 Stacks mit. Damit kommen wir schon recht weit. So. Sowas brauche ich nicht. So, nehmen wir noch mal hier die mit.
Dann nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Ein Stack Karotte mit, so damit wir genug zu essen haben. So, und dann geht es jetzt auch schon wieder zurück in unseren Nether. Hey. So, mach. So. Ups. Komm schon. No. Nicht langsamer. So. Mal sehen, ob wir wieder den Hintern verkohlt bekommen. Schnell raus. So, nicht das Hintertürchen. So, dann können wir eigentlich jetzt hier. Oh. Dankeschön. Ich brauche die Türe noch offen. So. Dann käme hier. Ach so, die Treppe sollten wir auch machen. So. So. Ich sollte auch an die Werkbank gehen, ne? So. Wir machen dann auf jeden Fall noch Öfen. Damit wir hier Steine brennen können. So. Die Stufen reichen erstmal eine ganze Weile. Dann backen wir uns jetzt hier schon mal ein paar Steine weiter. So, dann machen wir einmal Ofen und dann machen wir noch einen weiteren Ofen. Ist ja klar. So. So haben wir jetzt dann drei Öfen schon mal. Das ist gut. So, dann können wir auch hier schon mal brennen. So, und du brennst mir jetzt hier das Eisen. So. Gut, dann können wir. Dankeschön. So. Dann brauchen wir die Treppen. So. Okay. Touch, touch. Touch, touch. Touch, 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 touch. Oh, ahem. So kann man schlecht die Treppen raufgehen. So. Also ich hab's noch nie geschafft, wenn eine Treppe verkehrt herum war, die hinaufgehen zu können. So. Das kommt natürlich jetzt. So. Und da brauchen wir natürlich jetzt diesen Stein. So. Wir sollten angefangen. So. Und dann brauchen wir hier Fackeln hin. Dann sollten wir auch ein paar Fackeln nochmal machen. Haben wir eben ein Stack Holz. So. Und ein Stack davon. So. Ein bisschen chaotisch hier. Ach so, wir sollten auch lieber mal jetzt die Kohle hier reinpacken. So, wir nehmen uns nur ein Teil mal mit. Machen das so. Ja. So. Gut. Dann tun wir erstmal hier die, ups, rein. Da, die werden wir dann auch irgendwann noch brennen. So.
Achso, hier wollte ich den Bogen haben. So. So. Bam. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da oben. Wo auch sonst. Nett, danke schön. Wir mal, dass wir vielleicht von hier hinten so ein bisschen mit Schutz arbeiten können. Pfui! Immer wenn ich anscheinend ihn treffe, verschwindet der. Das ist aber gar nicht nett. So, hier hat sie uns natürlich wieder mau. Da machen wir halt eben da. Achso, wir haben ja noch in der Truhe. Ach nee, da liegt er ja. So, einmal hier, einmal da. So, und einen angebrochenen, bitteschön. So. So, und den angebrochenen davon. Zack, 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 zack. So. So, und dann kommt ja hier natürlich auch Bruchstein rein, ist ja klar. So, dann wollen wir das hier weg haben. Und dann tun wir natürlich auch wieder Fackeln hin. Aber irgendwann wird, sobald wir den Umrandung machen. So. So. Dann können wir tun wir mal kurz die Schaufel auf Seite. Da machen wir jetzt hier Batsch. Geht baden. So. Gut, dann können wir jetzt hier so. Dann haben wir auch schon mal eine kleine Grundlage, wo ein Teil des Weges dann praktisch herführen wird. So. Ich darf bloß nicht hier die lieben Pigmen treffen. Puh, das war mal wieder knapp. Beinahe wäre der mir wieder in die Spitzhacke gerannt. Dann hätten wir wieder nicht so nette hier. So. So. Würdest du mal bitte... Ja, danke schön. Da kommt natürlich der Stein rein. So, dann können wir hier, da, da, da. Ist ja alles nur provisorisch. Ja? So. Alles nur provisorisch.
Ehrlich gesagt hoffe ich ja, dass die Festung in diese Richtung da liegt. Ich müsste mir mal das eben aufschreiben. Ich stelle mich mal hier rein, damit nichts passiert, wenn ich aufschreibe. So, nehme ich mir mal einen Zettel und einen Stift. So. Portal. So, das ist X, Y, Z. Minus 183. Höhe haben wir die 43. Und Z liegen wir bei minus 142. Gut. Alles klar. So, und dann Festung. Ja. Mal sehen, was ich dann da als Bezeichnung richtig schreiben werde. Aber jetzt erstmal so. Erstmal wieder weg. So, wir haben. Dankeschön. So, wir haben jetzt erstmal aufgeschrieben. So. Wir machen jetzt ein paar Fackeln. Hätte ich im Haus tun sollen. Aber im Moment höre ich keinen Gast. So, das heißt. Wir sind hier hoch. So. Und da hinten sind die weiteren Fackeln. Okay. So. So. Okay. Dann laufen wir halt wieder. In die Richtung. So. Nun gut. So. Mal eben überall setzen. So, jetzt haben wir so ein bisschen Wegführung. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir da einen direkten Weg machen können. Sehr nicht so schnell, mein Junge. Alles mit der Ruhe. So. Ja, dass wir einen schnellen Weg finden. Aber das ist mir bisher immer gelungen. So, löschen wir mal. So, ja. So, in die Richtung müssen wir. So. Meine Güte, müssen die Gas denn immer alles so befackeln? Können die nicht vernünftig eine Fackel craften? Würde man sich nicht so wehtun. So, ist zwar lieb und nett, hier immer wieder diese schönen ja, natürlichen Flammen, aber naja, ist halt nicht wirklich so prickelnd. So, jetzt müssen wir eh sehen, dass wir halt da oben. So, das würde heißen, erstmal eh hier wieder
Monsieur, würden Sie bitte, bitte da aus der Nische gehen? Das wäre äußerst, äußerst nett von Ihnen. So, dann müssen wir eh das hier wegmachen. So. Machen wir das mal so weit weg. So, dann müssen wir eh hier. So. So. Monsieur, würden Sie mal bitte... Dankeschön. So. Dann müssten wir hier rein theoretisch. Ich mache das ja jetzt nur erstmal zum Gucken. So. Dass vielleicht bis dahin dann die Treppe gehen würde. Aber ich sehe, ich muss ja schon längst aufhören. Haha, jetzt war ich so vertieft in dem Ganzen hier, dass ich die Zeit total vergessen habe. Ohoho. So, dann machen wir mal diesen hier noch. So. So, damit wäre die Spitzhacke auch weg. Naja. Gut, schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Guten Tag. Ich verkaufe nichts, nein. Und hier gibt's übrigens auch nichts zum umsonst gucken. Sie müssen jetzt Wegzoll zahlen. Ein Goldklumpen. Ein Nugget. Ein Goldnugget. Pro Benutzung. Pro Block. Da rollt er lieber ab. Ja, selbst die wissen schon, was übertrieben ist. Naja, gut. Ich wünsche dir dann einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Tschüss!